Wasser und Öl nachgekippt werden. Bei dem Wetter bin ich jetzt echt mal gespannt, ob die überhaupt krachen. Also ich weiß auch nicht, irgendwie spinnt die Sattelplatte im Moment ein bisschen. Ich sag ja, ich habe den Kran ja eben stehen sehen, dann muss er ja irgendwo gleich rechts reingehen. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zur Wochenfortsetzung. Ja, Abfahrtskontrolle. Bis auf dreckig sieht es ganz gut aus. Entschuldigung, ich bin noch nicht ganz wach, obwohl ich 11 Stunden Pause gemacht habe. Und irgendwie ist er noch nicht so ganz da heute Morgen. Kurz vor 6, oder wir haben es gleich 6. Sieht auch gut aus alles. Und es regnet schon wieder. Oh, wie ätzend. Wie ätzend. Es geht denn gleich weiter nach Karlsruhe. Bis jetzt sagt er 11 Uhr. Eine 3-4 Stunden Pause muss ich aber auch noch machen. Also nicht vom Mittag. Definitiv nicht vom Mittag. Das wird definitiv nichts. Schlückchen Kaffee. Noch 3 Minuten Abfahrtskontrolle und dann starten wir durch nach Karlsruhe. Dann schauen wir mal, was denn heute und morgen so bringt. Ich bin ja gespannt wie ein Regenschirm. Raststätte am Hockenheimring. 4 Stunden 27 von Nordheim aus. So. Nee, ja. Ist die Feldertüte von heute Morgen drin? Ja. Müll wegbringen. Und zwar da hinten ist der Hockenheimring. Sieht man leider von hier aus nicht. Deswegen weiß ich gar nicht, warum das am Raststätte am Hockenheimring heißt, weiß ich nicht. Weil sehen tut man den von hier nicht. Ja. Von hier sind das jetzt noch knappe ja, halbe, dreiviertel Stunde ungefähr. Ja, so circa. So, die Sonnenbrille habe ich auf. Nicht, weil ich es besonders cool finde, sondern wegen meiner Migräne. Ich habe heute wahnsinnig Migräne. Ich habe auch schon Tabletten und alles genommen, aber irgendwie... weiß ich nicht, helfen mir noch nicht so richtig. Und wenn ich die Sonnenbrille auf habe, geht's eigentlich. Bin mal gespannt, wie es gleich beim Abladen ist. Ob es da dann auch so ins Köpfchen hämmert, wie es momentan so ist.
Es ist nicht schön. Absolut nicht schön. So. So. Neue Mülltüte, Mülleimer. Der Mülleimer ist einfach nur geil. So ein Mülleimer und gerade der Mülleimer ist einfach nur geil. Du hast keine Mülltüte da mehr rumfliegen. Der Eimer geht auch nicht kaputt. Nicht wie so ein stinknormaler kleiner mit Klappdeckel. Der Mülleimer ist einfach nur genial. Dann ist mir heute mal aufgefallen. Was heißt heute? Mir fällt ja schon seit längerem auf, wie brutal und rücksichtslos das inzwischen auf den Straßen ist. Das ist schon krass. Also, das beobachte ich schon seit lang. Dass der eine keine Rücksicht mehr auf den anderen nimmt. Gerade hier in Deutschland ist es extrem geworden. Den komischen Erkältungsvirus da. Seitdem ist es richtig brutal geworden. Brutaler wie vorher. Ich finde das richtig, richtig erschreckend. Und macht mir auch so ein bisschen Sorge. Sage ich euch ganz ehrlich. Wir haben es 11:55 und in 1 Kilometer bin ich da. Ein bisschen spät dran, aber das wussten wir ja gestern schon. Oder ich wusste es gestern schon. Ich dachte eigentlich, wir wüssten das. Aber ja. Anscheinend aber auch nicht. Naja, egal. Aber ich tippe mal, dass sie gleich sowieso erstmal Mittag haben. Also gehe ich mal ganz stark von aus. Aber das sehen wir ja gleich. Also hier waren wir übrigens schon mal. Da haben wir hier morgens um 6 abgeladen mit Olaf damals zusammen. Da waren wir mit 2 Autos hier. Auch Holz. Da hatten Olaf und ich ja die eine Ladestelle. Ich weiß gar nicht, welche Folge das war. Eine Ladestelle zusammen. Du musst deinen Spiegel nicht einklappen. Dabei ist hier links und rechts Halteverboten, hier stehen Autos, das verstehe ich auch immer nicht. Naja, ist wie bei mir zu Hause, ne? Ich stehe mit 3 LKWs im Halteverbot und nur ich kriege ein Ticket. Er steht mit seinem Arsch mitten auf der Straße. Wenn der da schon draußen steht. Achso, die stehen da zum Pause machen. Und das sind Wechselbrückenzüge. Vielleicht habe ich ja gleich noch Glück. Ist auch geil. Auf der Seite ist Halteverbot und interessiert anscheinend keinen. So, einfach hier rein, ne? Ja. Da steht da einer. Da stehen 2 zum Ausladen. Naja. Gut, aber wenigstens ist der Parkplatz hier frei. Das ist schon mal gut. Dann kann ich gleich schon mal alles vorbereiten. Zum Ausladen. Die Zollschnur raus, Gurte abmachen, die Bretter schon mal rausnehmen. Das kann ich gleich schon mal alles machen. Danach ihn anmelden.
hier komme ich am liebsten. Das geht hier immer so schnell. Diesmal war sogar so schnell, dass ich nicht hinterher gekommen bin, zumachen. Aber beim letzten Mal anders. Ja, 13.15 Uhr. Leer. Ist mir auch ein bisschen warm geworden, muss ich ja zugeben. Komm her hier. War schon was? Nö. Dann rufen wir ihn gleich mal an, ne? Ja. Gibt noch nichts an Ladung. Leider. Gottes. Aber lange stehen bleiben kann ich hier leider auch nicht. Weil nämlich hier ist eine Kneipe. Und ich glaube nicht, dass sie das so lustig finden, wenn ich jetzt hier so lange stehen bleibe. Naja. Mal gucken. Vielleicht kommt ja heute noch was. Für den Fall nicht. Irgendwann wird hier an der Straße immer was frei werden. Aber wir haben es 13:30 Uhr. Also warum sollte da nichts kommen? Zumindest mal in die Richtung fahren, dass man vielleicht morgen laden kann oder vielleicht heute noch oder keine Ahnung. Weil da haben wir abgeladen. Oder habe ich abgeladen. Gut, dann warten wir noch ein bisschen weiter. Mir fällt bestimmt noch was ein, was ich machen kann. Um die Langeweile zu vertreiben. Ja, es geht nach Malsch. Laden für Holland. Das Geile ist, ich soll bis 15 Uhr laden. Ja, ich bin aber erst 15 Uhr wahrscheinlich erst da. Naja. Versuchen wir mal unser Glück. Ob wir das heute noch hinkriegen. Aber für 36 Kilometer 57 Minuten? War eigentlich kaum zu glauben. Fertig geladen, 26 Kolli, also 26, warte, ja, Paletten sind das, 24.140 Kilo, kein Problem, das kann ich dir gleich sagen, Moment, gib mir eine Minute, 392 Kilometer, 3 Stunden habe ich noch. Nein, komme ich sowieso nicht hin, weil wenn ich jetzt 3 Stunden fahre, bin ich eh volle Granate drüber. Alles gut. Oh, ich habe manchmal so richtig lichte Momente, Leute. Manchmal habe ich so richtig lichte Momente. Dass ich mich selber erschlagen könnte. Heute ist wieder Sonntag, gestern war Sonntag. Also wenn der morgige Tag genauso wird. Hä? So eine Einbahnstraße, darf ich doch gar nicht rein. Da schickt er mich in der Einbahnstraße, ist das doof oder? Also manchmal. Ja Leute, ich sag ja, heute ist Sonntag. Und gestern, ich weiß auch nicht. Manchmal habe ich so eine lichten Momente, da könnte ich mich am liebsten selber erschlagen. Erdrosseln, erwürgen. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nur eins, wir machen ja heute einen Instagram-Stream, eins weiß ich. Bevor wir den machen, gehe ich erstmal duschen.
Ich sag ja, ist nicht mein Tag heute. Oh. Man soll da die Türen richtig zumachen, ne? Leck mich am Huf, ey, bloß weg. Bloß weg. Ich hab keinen Bock mehr. Nur noch fahren, nachher duschen, den Stream noch hinter mich bringen und ins Bett. Mehr will ich heute nicht mehr. Und die Scheiße geht weiter. Guten Morgen, aber so gut ist er gar nicht. Ist der Parkplatzanweiser doof oder was? Autohof Koblenz. Meine Pause ist rum, meine 9 Stunden, und ich will jetzt ganz gerne losfahren. So, geht aber nicht. Da hat sich einer hingestellt, da steht einer, da steht einer. So, hier ist zwar eine Lücke, aber komme ich nicht rum. Und da hinten hat sich auch noch einer mit dem Arsch hingestellt. So, jetzt hänge ich hier mit meinem Talent. Sag, was ist mit dieser Woche los, Alter? Wenn morgen schon so anfängt, ne? Dann kannst du schon den ganzen Tag in die Tonne hauen. Oh Mann, ey. Das ist doch nicht normal. Jetzt komme ich hier nicht weg. Oh. Ey, das kann es nicht sein, ne? Der Holländer hinter mir fährt weg. Somit fahre ich dann rückwärts raus. Der vor mir steht, der reagiert gar nicht. Der reagiert gar nicht. Da kannst du klopfen, bis du schwarz wirst. Der ist nicht ganz dicht, Alter. Und wollen wir mal gucken, ob es passt, ey. Nicht, dass ich hier in den Ankar. Nee, passt. Weil hier kommt nämlich gleich noch ein Autotransporter. Neben mir. Wir wollten heute nicht in seinen schicken Scania fahren hier. Das muss ja nicht sein. Oh, Leute, ey, was ist das für eine Woche? Was ist das für eine Woche, ey? So viel Pech in der Woche kann doch kein Mensch haben, oder was? Oh, Mann. Da ist der Autotransporter, muss aber irgendwann mal... Wo ist denn der Autotransporter zu Ende? Ja, noch ein Stück und dann geht das. Also hier fahre ich echt nicht wieder her. Also hier fahre ich echt nicht wieder her. Also der ist doch nicht ganz dicht, der Parkplatzanweiser. Naja, wir sind denn jetzt wieder unterwegs Richtung Holland. Wenigstens etwas. So, hier haben wir jetzt wieder diesen sensationellen Fall, dass ich da mit dem LKW nicht rein darf. Haha. Na ja, dann fahren wir erstmal hier längs. Mal gucken, was das Navi jetzt sagt. Ich fahre jetzt einfach mal hier rein. Ach was, dann sind es auf einmal nur noch 700 Meter.
Das ist ja ein Ding. Tja. Da habe ich jetzt ja gar nicht mit gerechnet. Oh Mann, ey. Oh Mann. Mama, darfst du echt nicht drüber nachdenken. Jetzt sind sie noch 550 Meter. Merkwürdig. So, wie hieß denn da die Firma überhaupt? Backing oder Specking? Irgendwie so. Specking BV. Hier ist das. Ja, Kollege, du stehst da richtig gut, ey. Du stehst da richtig, stehst gut da. Machst du gut? Oh. Ey, ihr denkt alle nicht nach. Ey, nichts im Hirn und davon viel. Und hier bei Specking ist noch alles dunkel. Sehr gut. Sehr gut, und stehen kann sie ja auch nirgends. Oh, ja. Ja, ja. Ich lach mich tot, wenn die jetzt um 8 anfangen. Wir haben es jetzt 7:30. Gut, ist nicht so schlimm, aber. Umdrehen wäre vielleicht erstmal nicht schlecht. Wäre vielleicht mal eine Maßnahme. Bestimmt da mal rumfahren. Naja, gut, gefunden haben wir ihn auf jeden Fall. Aber da ist noch keiner. Das ist ein Service heute Morgen. Abgeladen von hinten mit der E-Ameise bzw. E-Hubwagen. Gab gleich noch einen Kaffee. Schön. So ist der Tag doch erstmal für mich wieder versöhnlich. Erstmal. Wir wissen ja nicht, was noch kommt, ne? Schauen wir mal. Ja, und die fangen tatsächlich erst um 8 an. Um Punkt 8 Uhr habe ich geklingelt, da war noch gar nicht umgezogen. Ich sag, der ist schon so weit. Ich sag, ja, ist schon so spät. Ja, das haben wir dann erledigt. Bielefeld, nicht Bielefeld, wie ihr gestern im Stream meintet. Bielefeld. So, machen wir mal Platz, weil der mit seinem hübschen Lied den LKW hier nicht auch abladen. Und dann rufen wir gleich mal an in der Firma, was da noch kommt. Nach Bocholt. Zu Flender. Okay. Gut, dann fahren wir wieder nach Bocholt. Flender kennen wir ja schon, da waren wir ja auch schon mal. Dann fahren wir da jetzt mal hin. Habe ich schon gekriegt. Dann muss ich gleich erstmal den CMR abfotografieren. Da bin ich jetzt mal gespannt wie ein Flitzebogen. Das letzte Mal, als ich hier war, hatte ich das Glück, dass ich so spät war und die meisten schon durch war mit Laden. Aber ich denke mal heute, wir haben 20 vor 11,
Wenn es hier wohl ein bisschen anders aussehen, gehe ich mal von aus. Oh, mal gucken, ob es denn genauso schnell geht wie beim letzten Mal. Kriegen wir ja zu sehen. Oh, Mann. Oh. Manchmal nerven rote Ampel, ne? Manchmal nerven sie. Und diese Woche ist so eine Woche, man kann sie leider nicht alle töten. Das ist definitiv nicht meine Woche. Definitiv nicht. Und wenn ich es überlege, morgen, also der Rest von heute, morgen und übermorgen, weil Samstag muss ich nämlich arbeiten. Weil diesen Samstag arbeite ich. Bin ja mal gespannt, was das für eine Katastrophe gibt diese Woche. Ich hoffe keine. So, 350 Meter sind wir da und dann gucken wir mal. Ja, ich hatte zwar noch 2,20 Meter Platz, aber ich soll hochkommen. Dann fahren wir hoch. Dann zotteln wir ab in den Hafen. Und raus lasse ich mich hier auch nicht. Eben, wo ich zum Wiegen sollte, haben sie mich rausgelassen. Jetzt, wo ich mit einem fertig bin, nicht. Geht doch. Ja, meine Lieben. Es geht dann zu der Travemünde. Und früh absatteln. Schon fett. Schon fett, würde ich sagen. Mit 2,20 Meter Platz hinten. Auch selten. Nicht schön, aber selten. So, dann zotteln wir mal ab hier. Ja. Und ich wurde von einer Staplerfahrerin beladen. Die hat das auch noch nicht lange gemacht. Ich musste sie bei jeder Reihe einweisen. Naja, also von der Seite geladen. Und sie hatte mal zwei auf einmal gehabt, quer. Nee, längs. Längs. Und dann muss ich sie bei jeder Palette einweisen. Naja. So, dann zocken wir jetzt ab nach Trove. Da steht man hier nichts an, da kommen wir um die Ecke. Ja, unglaublich, ne? Ja. Aber steht noch alles. Aber nur wegen diesem blöden Schaden. Naja, egal. Egal, wenn die nicht kontrollieren würden, würden wir alle nur mit Scheiße durch die Gegend fahren. Ja. Werden immer nur die Verkehrten kontrollieren. Das ist meistens so. Meistens die mit den auffälligen Autos. Ja. Ja, mein Navi hat immer angezeigt, oder hier vielmehr Google Maps. Du stehst in Föhrn, Neukirchen-Föhrn, dann stehst du wieder in Holdorf,
Wir schießen mit Neugier. Der hat immer hergezwitscht. Ich denke, wo steht er denn jetzt? Achso, du kannst haben, welchen Sendemast du gerade bist. Ja. Das kannst du haben. Und dann habe ich auf Live gedrückt und dann wollte mich nur Kirchenförner runter schicken. Ich sage, nee. Irgendwie war das noch 9,8 Kilometer. Und dann hat Heulhof angezeigt und nachher dann hat er wieder rüber, dann war es wieder auf einer Straßenseite. Ich hätte ihm vielleicht schreiben sollen, dass ich hier stehe. Ja, alles gut. Aber das wollte ich nicht unbedingt machen, wenn die Schalen noch daneben stehen. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast ja auch zu tun gehabt, ne? Ja, ein bisschen. Mit Planer auf und zeigen und... Ja, sonst alles gut. Ja, Kackwetter, Stau. Warum auch immer Stau war, es war nichts zu sehen, da war kein Unfall, nichts, ne? Schaffst du das denn hier nach Hause? Ja. Ich habe noch 2 Stunden, gleich 2:15. Ja, hätte ich jetzt eine 10er gemacht, würde ich jetzt eine 10er machen, würde ich vielleicht noch bis Dänemark reinkommen. Aber ich will auch noch nicht durch Hamburg, ne? Wollte ich gerade sagen. Hamburg kommt ja auch noch. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Pause habe ich jetzt inzwischen rum, weil ich war ja so frech, als ich gerade wieder reingemacht habe. Pause. Ist ja Arbeitszeit. Kontrolle. BRG-Kontrolle ist auch Arbeitszeit. Ja, aber... Ne? War so ein Top. Also die Pause jetzt rum, ja? Ist, ist ja wie es ist, ne? Ja. Ja, also pscht, nicht nachmachen. Nein, und auch nicht weitererzählen. Nee. Und gib halt Mecker mit Chef. Hier geblieben. Aber ich beende jetzt auch die Folge mit Mille zusammen. Weil viel zu sehen gibt es nicht mehr, es sind nur 2:15. Ja, eins kennen wir glaube ich alle in- und auswendig. Oder? Ja. Richtig, richtig. Richtig. Deswegen sage ich mal bis Freitag. Ja. Und ein schönes Wochenende euch allen, ne? Ach ja, ihr seht euch ja gar nicht mehr. Ne? Ihr seht mich ja erst Sonntag. Richtig, ja? Genau. Und mich seht ihr ja am Freitag nochmal. So, ich sag dann tschö mit Ö, ciao mit V, wiederschauen und reingehauen. Bis denn dann. Way back a year ago.